Hallo ihr lieben Leute da draußen und willkommen zu einem neuen Let's Play Part zu Injustice, die Götter unter uns. Wie immer spiele ich jetzt den Story-Modus weiter, bin inzwischen mit Lex Luthor unterwegs und der gute Aaron wird wie immer schön fleißig mitkommentieren. Hallo Aaron, alles klar bei dir? Ja, und ich hoffe bei euch allen, wo zuschauen, zu Hause ist auch alles in Ordnung. Und dann würde ich sagen, kann es weitergehen, oder? Ja, vielleicht hast du noch einen kleinen Rückblick, was zuletzt passiert ist, und ich werde schon direkt mit dem Kampf starten. Du weißt doch, Marco, den habe ich doch jedes Mal. Zum Glück. Was ist im letzten Part passiert? Ja, wir haben eigentlich noch kurz vor Ende jetzt gesehen, so einen Zeitrückblick, 3 Stunden zuvor, vor diesem Krieg, kann man jetzt schon fast sagen, zur Befreiung Supermans. Zur Befreiung Batmans. Dass 3 Stunden zuvor Lex Luthor jetzt hier schon unterwegs war anscheinend, um seinen Plan zu initialisieren, um Superman auszuschalten mit dieser speziellen Waffe. Und der Joker ist jetzt ihm hier entgegengetreten in Form von Harley erstmal, weil er würde gerne den Anzug von Lex haben. Und was der Joker damit anrichten kann, will man sich glaube ich nicht ausmalen, oder? Ja, der Joker ist eigentlich zu allen schönen Schweinereien fähig, deswegen, ja, yeah, ist vielleicht besser, wenn er ihn nicht bekommt. Aber wie schon vorher erwähnt, ich bin natürlich wie fast jeder ein Fan des Jokers, aber ich glaube, das wundert hier keinen. Jetzt gibt's erstmal hier noch die Suppe. Achtung. Oh. Oh. Das tut mir nicht weh. Ist auch gar nicht so übertrieben. Sie lebt noch. Ja. Gut, aber das hätten wir auch überlebt. Natürlich. Jetzt lebt sie nämlich. Aber diesen Slam hat sie nicht überlebt. Die riesige Magma-Kugel war nix, aber der Slam war jetzt zu viel des Guten. So, dann darf ich jetzt gleich mal gegen den lieben Joker antreten hier. Und unser guter Joker wollte gleich Harley umbringen, ne? Das zeigt seine große Liebe ihr gegenüber. Ja, natürlich. Also, ist natürlich so eine Hassliebe, aber so werden also Kündigungen heutzutage wohl teilweise ausgesprochen. Da muss man natürlich froh sein, wenn man hier seinen Job behalten kann. Ja gut, aber wir würden nicht gern für den Joker arbeiten. Einen, der dich gleich umbringt, wenn du mal was falsch machst. Ja, man hat zumindest keinen Erfolgsdruck, das ist ganz klar. Die Frage ist, wenn ich jetzt den Joker besiege, kann man ihn dann auch kündigen? Ja, das ist ein Rätsel und wird wohl eins bleiben. Aber der Joker steht eigentlich über allem, also, nee. Ja, der Joker regt sich über Harley auf, dass sie es nicht schafft, aber macht es jetzt auch gerade nicht wirklich besser als sie, oder? Ja, das sind hier die Besten, sich über andere beschweren, aber es dann keinen Deut besser machen. Aber noch hat er nicht verloren, das muss man natürlich auch noch ganz klar dazu sagen. Aber es sieht nicht gut für ihn aus. Nicht wirklich. Aber man merkt ganz klar, Lex ist einer der langsamsten Charaktere, da fährt er natürlich einiges an Power. Durch den Anzug. Ja. So, und der Joker ist jetzt auch erstmal Geschichte in diesem Kampf. Und dann geht's in die nächste Cutscene. Euch um ihn. Schließt ihn diesmal gut weg. Das ist das geringste Problem. Diese Burschen werden ihn weiter Ärger machen. Los, holt Superman! Thank you.
Chance. Wir beenden es ohne weiteres Blutvergießen. Zu spät. Du bist am Ende, Hawker. Besiegt. Und da geht's weiter. Gegen Hork Girl diesmal. Und da schauen wir doch mal, ob der gute Marco Luso sich besiegen kann. Ja, das hoffen wir doch mal, damit wir hier die nächste Cutscene sehen können. Das ist jetzt schon wieder der dritte Kampf. Es geht ziemlich schnell im Moment, zügig, ne? Na klar, wir wollen euch ja zeigen, wie hier die Story weitergeht. Und ich selbst muss es natürlich auch noch herausfinden, da ich sie selbst nicht kenne bis jetzt. Genau. Ich spiele das Spiel ja auch zum ersten Mal. Also, die Story. So, hier noch ein Panzer, den ich auf sie werfe. Sehr gut. Ja, also sie wehrt sich jetzt ehrlich gesagt nicht besonders. Nö, das sieht bis jetzt doch ziemlich einfach aus. Wenn der durchgeht, war es das auch schon. Der geht nicht durch. Aber ich glaube, es ist trotzdem gleich vorbei. Oh, jetzt kommt noch mal ein kleiner Widerstand hier. Da kann ich auch gar nichts Leben machen. Oder so zurück, also... Aber ja, ich sie hat wieder 25 will trotzdem jetzt eigentlich hier nicht künstlich noch Spannung reinbringen, weil ich denke, das Ding ist gelaufen. So, und dann sind wir auch schon wieder beim letzten Kampf mit Lex Luthor. Seit Superman uns wie Schafe hält. Er wollte doch nur unser Bestes. Wir sind nicht sein Spielzeug. Und er ist kein Gott. Ja. So, und dann sind wir auch schon mitten im letzten Kampf. Das war aber wirklich guter Spruch von Lex Luthor. Er hat auch gesagt, Superman ist kein Gott. Also, weil er ist ja schon ziemlich verehrt auf der Erde da, wie Gott eigentlich schon. Also, ja. Und es gibt ja nur einen Gott, oder? Ja, auf jeden Fall ist es nicht Superman. Ja, das stimmt. Und jetzt der Kampf, der letzte Kampf von Lex gegen Shazam diesmal. Fängt gut an, aber er bereitet auf jeden Fall schon mal deutlich mehr Gegenwehr als im Kampf davor. Der Meister der Blitze, muss man schon sagen. Aber ich glaube, die hat getroffen. Nee. Doch. Er hat aufgehört zu blocken anscheinend. Oder ist sie durchgegangen. Ich glaube aber eher, das, was sie aufgehört hat. Was noch vielleicht ganz witzig hinten zu sehen ist, hinter Shazam, jetzt sieht man es gerade nicht mehr, aber wenn wir später vielleicht nochmal nach hinten kommen, sieht man noch Hawkman, also das Gegenstück zu Hawkgirl, als Steinstatue hinten. Oh ja, da hinten tobt ein Kampf wieder mit Zwergen. So. Und nach diesem Kampf, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich ihn bestehen werde, werdet ihr wieder eine Cutscene sehen und danach verabschieden wir beide uns auch schon wieder. Genau. Und dann los war's. Geht's. Status? Interner Kreislauf zu 70% beschädigt. Modus offen. Schon wieder? Was habe ich übersehen? Der Wachturm? Bestätigt. Haben wir Verluste? Die gesamte Besatzung wurde evakuiert. Superman war im Explosionsradius blieb aber unverletzt. Also gut. Das Glück ist mit den Dummen. Thank you.
Marschall nieder, Earl. Freier Wille führt zu Anarchie. Das darf sich nicht ausbreiten. Ich habe Sie in Sicherheit gebracht, Sie abgeschirmt. Sind Sie dankbar? Schätzen Sie meinen Schutz? Nein, Sie winseln, beschweren sich, unterstützen diese Kriminellen. Wenn Sie Chaos wollen, können Sie es haben. Metropolis und Gotham mache ich platt, um ein Exempel zu statuieren. Dann finde ich die Dimension, aus der diese Duplikate stammen. Sie werden für ihre Einmischung bezahlen. Warte, jetzt verlieren wir schon ganze Städte aus. Fallen in Welten anderer Dimensionen ein. Hast du damit ein Problem, Billy? Naja, das ist verrückt. Das geht so weit. Die Menschen sind unfähig, sich selbst zu regieren. Ich bringe Ordnung. Nein, nein! Es muss Grenzen geben. Selbst für uns. Besonders für uns. Genug! Wir dürfen das nicht tun. Bist du wahnsinnig? Louis wurde das Team. Weitere Einwände? Cyborg, Raven, übernimmt die Kontrolle über alle Medien. Ich will, dass es alle sehen. Wonder Woman, Hawkgirl, Adam, ihr kommt mit mir. Sinestro, bereite deine Bodentruppen vor. Lantern, Flash, mach Doomsday bereit. Schaff ihn raus. Er hatte recht. Das gehört nicht zu unserem Auftrag. Wir haben unsere Arbeit getan, das Verbrechen ausgeschaltet. Billy war kein krimineller Herr. Ein Gefallener des Krieges. Akzeptabler Verlust. Akzeptabel? Ich wollte glauben, dass wir alles besser machen. Aber das tun wir nicht. Ich kann das nicht mehr. Das war's, ich bin raus. Du willst sterben? Es gibt kein Raus. Vielleicht nicht für dich. Leb wohl, Herr. Du kannst nicht gehen. So, da ist jetzt wieder einiges passiert. Also mit dem Superman aus dieser Zeit ist wirklich nicht gut, Kirschen zu essen, und ich würde nicht gerne mit ihm in einen Konflikt geraten. Aber man sieht auch, dass im Team langsam auch intern Zweifel aufkommen und das Ganze doch langsam auseinanderbricht. Aber wir gehen nochmal im nächsten Part, werde ich euch nochmal komplett einen Rückblick geben, was jetzt so alles noch passiert ist, weil es war jetzt doch schon bedeutend mehr als jetzt in den Parts davor, also noch mehr. Deswegen, ja, freut euch drauf. Ja, und wir beide würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns auch weiterhin begleiten würdet. Über einen Daumen nach oben würden wir uns natürlich auch freuen, oder ein Abo. Und dann bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Jo, ciao, bis nächstes Mal.